0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Ein Thema, das wir schon mal in der Sendung hier behandelt haben. Und das war so interessant. Und haben wir gedacht, das machen wir nochmal. Das Thema heißt heimliche Vorlieben. Und ich möchte folglich gerne mit euch über eure heimlichen Vorlieben sprechen. Was macht ihr so im Dunkeln, unter der Bettdecke, im Auto, im Wald? Was habt ihr für heimliche Vorlieben, die vielleicht ein bisschen skurril sind, die euch peinlich sind oder die euch unter Umständen auch Probleme machen? Das könnten ja auch heimliche Vorlieben sein, die nicht so witzig sind, sondern für die ihr euch auch schämt oder die, wie gesagt, euch Probleme machen. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt und die Heimlichkeiten so ein bisschen aufdecken wollt hier in der tiefen Nacht in der Sendung, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder Faxnummer 0800 220 5051 oder E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Heimliche Vorlieben. Erster Anrufer ist Uwe und Uwe ist 53 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Uwe. Was ist deine heimliche Vorliebe? Ich sehe dich jetzt das erste Mal im Fernsehen. Erstmal möchte ich ganz herzlich gratulieren. Dankeschön. Du hast mal eine Auszeichnung bekommen vor kurzer Zeit. Und das finde ich echt toll, dass das mal jemand anerkannt hat. Dankeschön. Freue ich mich, dass du das auch so siehst und dass du dich mit mir freust. Ja, ich habe dich heute Abend bei JBK gesehen. Ja, genau. Da war ich heute. Weil das eine Aufzeichnung war oder original? Ja, sonst könnte ich jetzt hier nicht sitzen. Das ist am Freitag aufgezeichnet worden. Ach so. Sonst von Hamburg nach hier, das hätte ich nicht geschafft mehr so ja, schnell. Ja, das kann ich nicht so ganz genau wissen. Ja, bei mir ist halt so ein bisschen das Problem. Ich will auch nicht zu lange ausschweifen, weil ich hatte dem Kollegen das am Telefon erzählt. Ich arbeite in Hamburg im öffentlichen Dienst. Ja. Und bei mir ist halt das Problem, ich bin Heimkind. Also meine Mutter kenne ich nicht. Mhm. Als ich einen Monat alt war, gab sie mich im Heim ab. Mhm. Und ja, dann nach 5,5 Jahren hat mich jemand aus dem Heim rausgeholt. Das war eine Oma. Und dann wurde ich immer hin und her gereicht, mit 16 zu Hause rausgeflogen und bla bla bla. Mhm. Ja, und bei mir ist halt das Problem, seit dieser Heimzeit, ich trage nachts immer eine Gummihose. Mhm. So, und ich war auch schon zweimal fest liiert. Ja. Und für mich ist das Problem, da eine Partnerin zu finden, ja. Weil wenn ich der das erzähle, bei mir ist immer so das Gefühl, wenn ich zu ihr sage, du, ich habe AIDS, dann wird sie sagen, ja, und das ist nicht weiter schlimm. Aber wenn ich jetzt sage, du, ich trage nachts eine Gummihose, dann werde ich entweder erschossen oder bei Adolf Hitler hätte man mich an die Wand gestellt oder eine Spritze oder in eine Klapse oder wie auch immer. Naja, also so einfach kann man das sich auch alles nicht vergleichen. Jetzt erklär mir erstmal, was es mit der Gummihose auf sich hat. Ist das einfach eine Marotte oder hast du sie an, weil du inkontinent bist nachts? Nee, inkontinent bin ich nicht. Das ist so ein bisschen ein Fetisch. Der Psychologe hat mir das mal erklärt. Damit habe ich angeblich mal meine Mutter gesucht, weil wie gesagt, ich kenne sie ja nicht, ich wurde immer nur rumgereicht ja. Und ich habe mal so als kleines Kind, die Oma hat mal da gewohnt, so Kleingärten, war auch sehr bekannt ja. Und dann bin ich nachts, ich war oft mir selber allein überlassen, bin dann rumgefahren, habe dann da irgendwelche Sachen von der Wäscheleine geklaut, sprich jetzt halt mal diese Kinderwindelhosen, Schwedenwindelhosen ja. Und halt auch mal Reizwäsche und habe eben durch Zufall mal diese Gummisachen kennengelernt. Ach, und wie alt warst du da? Du, da war ich 6 oder 7 Jahre erst alt oder 8 vielleicht. Und da hast du so eine Gummihose stibitzt? Ja, einfach stibitzt von der Wäscheleine. Und diese Gummihose gehörte deiner Mutter? Nein, von irgendwelchen wildfremden Leuten, die da gewohnt haben, in diesem so. Gelände da. Ja. Und wie gesagt, Gott sei Dank, die Oma hat es nie erfahren, die ist jetzt schon im Himmel. Also das war eine gute alte deutsche Hausfrau, die wird, glaube ich, tot umgefallen. Also das ist jetzt so eine psychologische Erklärung, warum Gummihose, weil du damals auf der Suche nach deiner Mutter warst und gedacht hast. Genau, und so ungefähr. So kann man es übersetzen im großen Sinne. Dennoch habe ich es immer noch nicht richtig verstanden. Was ist es genau für eine Gummihose? Ja, die ist rosa, ne? Eine rosa Hose. Ja, wie eine Gummihose. Das ist quasi ein Fetisch. Ich kenne so keine Gummihose, deswegen frage ich da so. Ja. Also wie eine Unterhose aus Gummi. Ja, genau. In so rosa. Die Plastikhosen, die ganz normal für die Kinder früher waren oder die Schwedenhöschen, bevor es diese Pampers gab und so. Und die ziehst du an auf nackte Haut. Auf nackte Haut. Und das ist wirklich nur so eine Angewohnheit, so ein Fetisch, wie du sagst. Ja. Es geht nicht darum, dass du Pipi machen musst nachts. Nein, überhaupt nicht. Ich habe die so an als Fetisch. Ich habe sie auch gerne an, halt beim Kuscheln. Aber Fetisch heißt ja auch, hat das denn was Sexuelles für dich? Ein bisschen schon, ja. Was heißt denn ein bisschen? Ja gut, wenn ich halt mit einer Partnerin kuschel und ich spritze halt rein, dann spritze ich halt rein. Ach so. Ja. Ich muss aber nicht. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt normalen Sex habe, ich habe auch normalen Sex mit einer Partnerin, wenn ich eine hätte, habe ich leider nicht. Mhm. Und dann brauche ich auch keine Gummihose. Die kann ich auch ausziehen. Das ist nicht das Problem, ne? So, aber das Problem ist, dass du dich schämst. Nö, nicht unbedingt.
Aber das hast du gerade so gesagt, von wegen der Partnerin. Wenn du ja gut, wenn der Partner, aber das Problem ist, dass eine Frau das nicht versteht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Ach so. Da jemanden zu finden. Wie gesagt, ich suche schon seit längerer Zeit, seit über 10 Jahren und ich wäre auch bereit, da einen Arm oder ein Bein zu opfern. Nur das hilft mir ja auch nicht viel, weil das sieht auch blöd aus mit einem Arm oder einem Bein. Ne? Die Partnerin, die du schon hattest? Ja, es waren zwei. Es waren zwei. Die erste war eine Krankenschwester, die hat also das sehr toleriert, hat mir auch noch, die hat mich eigentlich so ein bisschen erst auf diesen Trip gebracht mit diesem Fetisch, ne? Achso, die hat dir das quasi erklärt. Die hat auch so ein paar tolle Ideen mitgebracht. Ja. Und also mit der ersten, mit der Krankenschwester war es kein Problem? Überhaupt nicht, auch mit der zweiten Frau nicht. Ja. Nur seitdem ich auf der Suche bin, seit Anfang der 90er Jahre, seitdem ist halt ein Problem, weil ich bin halt sehr ehrlich und offen und ich möchte auch keiner Frau wehtun. Und dann sage ich das halt, du, pass mal auf, wenn ich nachts halt im Bett liege, dann habe ich halt diese Hose an. Ach so, das heißt, du lernst... Du bist pervers oder du gehörst in eine Anstalt und so weiter. Verstehe, das heißt, wenn du eine Frau kennenlernst, bist du da sehr offen gleich am Anfang. Das kann also im Café passieren, wenn du die kennenlernst, sagst du, pass auf übrigens, ich habe eine rosa Gummihose nachts an. Nein, so nicht. Ich warte schon einen Augenblick, wenn ich merke, dass da Interesse ist. Aber wie gesagt, dann werde ich wie ein Aussätziger. Also ja. Ich glaube, jemand, der Leber hat, der ist auch nicht schlimmer dran. Nun ist das ja eine Sache, die dich dann schon sehr lange begleitet. Ich erinnere nochmal daran, dass du jetzt 53 Jahre alt bist. Das hat dein ganzes Leben... Das begleitet mich schon seit dieser Heimzeit. Ja, ja. Und du hattest in diesen 53 Jahren nur zwei Beziehungen. Ja, richtig. Mhm. Zwei feste Beziehungen. Zwei feste Beziehungen. Wenn du jetzt alleine bist, wie lange bist du jetzt schon alleine? Wie viele Jahre? Seit 1990. Lange Zeit. Das heißt aber, dass du jede Nacht mit deinem rosa Gummihöschen verbringst. Ja, eigentlich ja. Ja. Hast du da schon so ein ganzes Sortiment oder ist es immer dasselbe? Nö, ich habe schon ein paar verschiedene Hunde. Zum Knöpfen, zum Reinschlüpfen, auch so welche aus Plastik. Ja. Also ganz verschiedene Materialien. Wo kauft man sowas? Im Sexshop oder wie? Nö, das bekommst du zum Beispiel bei Firma Lampe in Hamburg. So, bei der Firma Lampe. Kunstmann in Pforzheim ist sehr bekannt. Achso, das sind so Firmen, die das extra... Kubi in Wedel, genau, richtig. Die haben, aber wie gesagt, ich trage keine Anzüge oder so. Ne? Ich habe halt nur diese Hose an. Ja. Und die muss auch immer rosa sein. Nein, muss nicht. Die Farben spielen keine Rolle. Achso. Nein, um Gottes Willen. Ja, ja. Kann es auch schon mal passieren, dass du tagsüber unterwegs bist mit diesem Gummihöschen? Nein. Überhaupt nicht. Das ist nur auf die Nacht bezogen. Ja, abends, nachts oder eben halt jetzt, wenn man eine Partnerin hätte. Aber warum? Warum? Es könnte doch auch für dich animierend sein und angenehm sein und vielleicht ein bisschen anregend, wenn du unter deiner Jeans oder was weiß ich, was du trägst, diese Gummihose anhast. Nee, tagsüber brauche ich das nicht. Das ist auch ein bisschen das Problem auf der Arbeit. Da möchte ich aber nicht so drüber reden, weil wie gesagt, ich bin im öffentlichen Dienst. Verstehe, müssen wir nicht vertiefen. Ja. Nee, Domia, das ist so, wenn das mal rauskommt. Ich will das nicht drauf ankommen lassen, wie weit mein Arbeitgeber gehen darf oder nicht, weil ich bin halt ein bisschen schwerbehindert durch drei Unfälle. Ja, müssen wir auch nicht vertiefen. Da hast du völlig recht. Und ich möchte nicht drauf ankommen lassen mit über 50 Jahren, dass ich meinen Job beim Staat verliere. Also, die heimliche Vorliebe ist bezogen auf diese Gummifetischhosen. Richtig, genau. Und das Problem, was damit besteht, ist nicht, dass du dich dessen schämst, sondern dass du einfach keine Frauen findest oder Angst hast, dass du die Frauen verschreckst deshalb, ne? Obwohl du zweimal gute Erfahrungen gemacht hast. Ja, ist nicht ganz einfach, ne? Ja. Wie gesagt, ich bin halt sehr ehrlich und wenn ich merke, dass jemand Interesse hat, dann, ich weiß nicht, vielleicht ist das falsch, vielleicht soll ich lieber erstmal was sagen, wenn sie bei mir im Bett liegt. So, ich möchte auch keinen wehtun. Naja, nein, ich habe auch gerade, man sollte natürlich auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich bin ja auch immer dafür, dass man das relativ früh macht, aber vielleicht auch nicht zu früh. Vielleicht solltest du da mal ein bisschen sensibler rangehen. Ja, ich versuche das immer. Ja. Der goldene Mittelweg. Ich finde das ja auch nicht so schlimm und nicht so dramatisch. Also, ja, ich sehe das auch nicht so. Ja, aber frag mal die Frauen. Drücken wir dir mal fest die Daumen, dass da bald eine nette Hamburgerin... Eine ehrliche würde mir genügen. Eine ehrliche auf die Zukunft. Ich bin behalt dein Gummihöschen an, ist mir völlig egal. Ja. Ne? Lieber Uwe, schöne Grüße nach Hamburg. Ja, vielen Dank, dass ich durchgekommen bin. Und nochmal alles Gute für dich und toi toi toi, dass du diese Auszeichnung bekommst. Dankeschön, Uwe. Tschüss. Alles Gute, Domian. Tschüss. Unser Thema heimliche Vorlieben. Ich möchte reden mit euch über eure heimlichen Vorlieben. Vorlieben, die eher so ein bisschen skurril sind, die ein bisschen schräg sind, für die ihr euch vielleicht aber auch schämt. Heimliche Vorlieben, die euch Sorgen machen. Oder heimliche Vorlieben, naja, die euch auch ein bisschen peinlich sind. Jeder oder fast jeder hat ja irgendetwas, was er so in aller Heimlichkeit gerne tut. Manch einer nimmt diese heimliche Vorliebe dann auch mit ins Grab und niemand erfährt davon. Aber der ein oder andere erzählt doch mal ganz gerne darüber. Und wenn ihr heute Abend heute Nacht in Erzähllaune sein solltet, dann ruft an und erzählt es mir. Wir reden drüber und wir können ein bisschen drüber plaudern. 0800 220 50 50. Jetzt geht's weiter mit Micha. Micha ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Micha. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Micha, deine heimliche Vorliebe.
Ja, ganz einfach. Und zwar gab es in den 70er Jahren, ne, diese Meinung, Kittelschürzen für Frauen. Ich habe kein Wort verstanden. Nochmal, in den 70er Jahren? Ja, hatten ja diese Frauen im Haushalt diese Meinung, Kittelschürzen. Hatten Frauen im Haus Kittelschürzen? Genau, und ja. Die waren aus Nylon oder Polyamid. Ja, ich erinnere mich noch so ungefähr. Ja. Und da stehe ich also voll drauf, wenn die Frau nackt da drunter ist. Ja. Ich mache mal irgendwann ein Radio leiser. Das wäre nicht schlecht, ja. Dann, wegen der Rückkopplung. Genau, dann können wir dich noch besser verstehen. Also, diese Nylon-Schürzen aus den 70er Jahren. Da stehst genau. Du drauf. Und wenn dann eine Frau unbekleidet ist, unter so einer Schürze, ist es für dich das Schönste. Richtig, genau diesen. Ja. Wo kann man denn diese Nylon-Schürzen heute noch kaufen? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Da muss man also auf so Sondermärkte gehen, so wie Flachsmärkte oder... Ach so, ja, so Secondhand-Sachen auch. Kramermärkte oder ja. So, oder Secondhand-Laden oder über eBay gibt es die noch zu kaufen. Ja, bei denen gibt es ja alles. Da kann man ja alles irgendwie bekommen. Ja, ich habe festgestellt, bei eBay, das ist also schon... eine richtige Sparte, wo richtige Sammlerleidenschaften dann ausgeübt werden. Hast du denn im Moment eine Partnerin, die dir diese Freude macht und solche Nylonschürzen nackt anzieht? Also ich habe zurzeit keine Partnerin, die mit mir dieses auslebt. Ja. Weil ich habe in meinem Leben mehrere Partnerinnen gehabt. Mhm. Weil drei davon, die haben es mit mir probiert auszuleben. Ja. Und hat nicht geklappt? Zwei davon etwas mehr als die andere, aber wenn die dann merken, dass das nicht nur eine Vorliebe von mir ist, sondern mehr in die Richtung Fetischismus geht, dass ich da also richtig voll drauf stehe, wie andere jetzt auf Lack und Leder oder wie der vor mir da seine Vorliebe für Gummihosen hat, dann wird das nämlich schon schwieriger, weil die Frauen meinen, dass man dann normalen Sex überhaupt nichts mehr von hält. Ja. Hältst du denn noch was von normalem Sex oder muss es immer mit der Nylon-Schürze sein? Also mit dem Nylon-Kittel, das muss nicht immer sein, aber ich lebe es nun mal ganz gerne aus und würde auch gerne weitere Varianten probieren. Ja. Jetzt versuch mir doch mal zu erklären, warum es nun gerade so Nylon-Kittel aus den 70er Jahren sein muss, die dich so in Fahrt bringt. Ja, ich sag mal so, das ist dieser Stoff. Am Anfang, wenn der auf rot ist, dann ist er sehr kühl. Dieses Nylon, ja. Aber du spürst das ja gar nicht. Die Frauen haben das ja an. Ja, aber wenn ich bin dann ja auch nackt und reibe mich auch an der Frau. Ach so, aber du kamst noch nicht in Versuchung, dann auch mal so einen Kittel anzuziehen? Doch, ich habe solche Kittel auch schon getragen. Ach so. Wir wechselseitig ein Rollenspiel mit der Frau. Ach so. Ja. Aber das Hauptsächliche ist, du hast es gerne, wenn die Frauen das anziehen. Es geht nicht darum, dass du die unbedingt anziehen musst, die Dinger. Also, du hast erklärt, es liegt so am Material, das ist schön kalt auf der Hand, auf der Haut. Ja, da klingt dann auch so schön, ist ziemlich raschelig alles. Ja. Liegt es auch an der Form dieses Kittels? Das sind ja so richtige Kittel. Ich kann mich gut daran erinnern, weil meine Mama hatte auch solche Sachen früher. Richtig, das Problem ist, dass meine Mama früher die Dinger selber hatte und wo ich anfing zu pubertieren, dann hat man damit mal rumgespielt und dann hat man mal festgestellt, jetzt wird man geschlechtsreif, alles drum und dran. Und, so fing es also an? Tja, bups, da war es schon passiert. Da hatte man dann ordiniert und dann war der Kittel voll. Also es fing so in der Zeit an, dass du es auch bei deiner Mutter entdeckt hast und einfach mal so ein Ding übergezogen hast. Mhm. Und du gemerkt hast, Mensch, wow, das ist wirklich für mich erregend, das Ganze. Richtig. Und das zieht sich jetzt eben dann 20 Jahre schon durch dein Leben. Richtig. Kann man so sagen. Ja. Wie reagieren denn die Frauen, wenn du denen das so erzählst? Ja, die Sache ist die. Das ist nämlich ganz überhaupt das Heikle daran. So, die erste Partnerin, die ich dann mit 23 hatte, wo ich richtig intim mit wurde, als ich dann so 2,5 Monate mit ihr zusammen war, hatte ich mal das angedeutet. Mhm. Nach 3 Monaten hatte ich ihr dann den Kittel auch gezeigt. Also die hat da überhaupt nichts, überhaupt mal versucht oder so, zu sagen, gut, okay, wir probieren nochmal aus. Also da war absolut finito. Kurze Zwischenfrage, du sagst die Kittel gezeigt. Hast du solche vorrätig bei dir zu Hause? Ja, klar. Ja. Man weiß ja nie, was passiert, weil ich habe auch festgestellt, ich habe mal Mädels kennengelernt von wegen One-Night-Stand und zieht man gar mal einen Kittel dann über. Ein Mädel für ein One-Night-Stand, die ist schon mal leichter bereit, ein paar Spielchen auszuprobieren als eine feste Partnerin. So, du wolltest aber weitererzählen von der einen Freundin. Wie war das denn? Das hat sich eine ganze Weile hingezogen. Du hast erzählt, dass du so einen Spaß dran hast. Und wie ging es dann weiter? Ja, und dann kurz drauf habe ich einfach mal gesagt,
vertrau mir mal, wir machen mal ein Spielchen. Ja, und dann habe ich im Dunkeln ihr einen übergezogen, ja, und da kam sie dann gar nicht drauf klar. Also hatte ich dann direkt die Zähne am Bein. Sag ich mal so platt auf Deutsch. Wie, was heißt denn damit? Hat sie dir eine gescheuert oder was? Nee, gescheuert nicht. Nur sie hat einen Aufstand gemacht, hat das Ding ausgezogen. Ach so. Ja, da war nichts mehr. Ich bin noch nicht dein Spielball oder so. Ah, ja. Also die stand nur auf puren Natursex, ohne irgendwas anderes. Da war die Erotik dann vorbei. Nee, die Erotik war nicht vorbei, aber... Naja, wenn die geschimpft hat. War dann für den Tag, war dann, sag ich mal, gegessen. So meinte ich es, ja. So meinte ich es. Müssen die Schürzen besondere Farben haben oder besondere Muster oder ist das egal? Ich sag mal so, da kommt bei den bunten, kommt immer drauf an, was da für eine Farbe und für ein Muster ist. Ja, was denn für ein Muster? Was magst du am liebsten? Also ich habe am liebsten Unifarben. Unifarben? Entweder Uni-Weiß oder grün, blau. Ja. Wenn das eine schöne Unifarbe ist, durchgehend ist eigentlich immer am besten. Ja? Ja. Ich muss ein bisschen lachen, weil das ist so schwer nachzuvollziehen. Aber ich glaube es schon, dass es eben sowas gibt und dass man dann auch darauf abfährt. Ja, das ist eben mal so. Ja. Ich sag mal so. Wie viel hast du denn in deiner Sammlung mittlerweile schon? Ja, ich habe bei 4 eigentlich aufgehört zu zählen, aber ich denke mal, das sind so zwischen 10 und 15 irgendwo. 10 und 15. Wie lange bist du jetzt schon solo? Ich bin jetzt ungefähr 3 Jahre solo, dazwischen mal so leichtes Techtelmechtel. Ja. Und das kann man nicht werden. Ist es dann so, wenn du in entsprechender Stimmung bist und du alleine zu Hause bist, dass du dir dann schon mal so einen Kittel holst und den so auf deine Haut legst und Filmchen guckst dabei oder irgend sowas? Nee, Filmchen gucken sowas tue ich nicht. Das tust du nicht, aber du holst schon mal die Kittel dann raus. Die hole ich schon mal raus, trage schon mal einen, laufe wieder auch schon mal zwischendurch durch die Bude. Ja, aber du hast jetzt im Moment, während wir telefonieren, keinen an? Nee. Hätte ja sein können. Ja, also ich sag mal so, irgendwo bin ich auch noch ein bisschen Mensch. Sag mal, Michael, ich würde doch nochmal gerne die Frage stellen, weil mir das nicht so ganz klar war gerade. Wie wichtig, wie unglaublich wichtig das für dich ist. Heißt, ich frage es anders. Wenn du mit einer Frau jetzt zusammenkämst, die du sehr liebst und eine tolle Liebe entstehen würde, und die aber radikal sagt, nee, damit will ich nichts am Hut haben, wäre das für dich ein Grund, sich wieder von der Frau zu trennen, oder könntest du dich dann auch damit arrangieren? Ich sag mal so, wenn er jetzt, ich sag mal so, das hängt davon ab, wie sehr der Blitz in mich reinholt, wenn ich die Frau kennenlerne und mich verliebe. Ja. Mhm. Nur ich habe über kurz oder lang auch schon mal mit einer Partnerin ausprobiert, die absolut gesagt hat, er bringt nichts, da stehe ich nicht drauf mit nichts. Ja. Nur es gibt die Lust am heimlichen Genuss. Mhm. Das heißt, dass er oder sie zwischendurch sich auch mal selber befriedigt. Ja. So, und dann ist es auf Dauer der Zeit ist es so gekommen, dass ich... mir gesagt habe, warum tut es nicht, Mann? Verstehe. Ja, dann also, habe ich mir einen vorgenommen und dann habe ich die Augen zugemacht, habe ich an sie gedacht, ja, und dann habe ich mir vorgestellt, wieder. Ja, also es ist schon ein starker Trieb, ne? Es ist nicht nur so eine kleine, so ein Schmankerl, sondern das ist für deine Sexualität schon sehr wichtig, diese Nylon-Kittel. Ne? Kann man so sagen? Ja, ich sag mal so, es ist ein ziemlicher Bestandteil meines Lebens. Ja. Dass ich diesen Fetischismus habe, um mal richtig auszudrücken, das ist ein Fetischismus. Also, in deinem Fall genauso wie vorhin bei Uwe, kann ich dann auch nur wünschen, dass du auch eine Frau triffst, die Spielchen mitmacht. Ich meine, das kann man ja auch sicher toll erotisch einbauen in die Vase. Ja, sicher. Man kann zum Beispiel gewisse Rollenspielchen machen. Oder ich sag mal zum Beispiel, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme und die Frau steht damit am Herd, dann wird das Essen erstmal beiseite geschoben, dann wird erstmal der Nachtisch geholt. Ist klar. So macht der Mutter. Also man kann dich schon dann sehr schön erfreuen mit solchen Sachen, ne? Mit solchen Überraschungen. Mhm. Weil ich sag mal so, auf diesem Sektor, sag ich mal, eine Partnerin zu finden, die sowas auch gerne ausleben möchte und gerne auslebt, ist sehr schwer. Ja. Aber dennoch wünsche ich es dir von Herzen, Micha, dass du eine findest und dass ihr dann zusammen euren Spaß habt. Vielleicht höre ich auch eine zu, die sich dann bei euch meldet. Vielleicht, und sagt, genau. Ich würde mich ja mal gerne kennenlernen. Ja, dann würde ich doch glatt sagen, dann würden wir den Kontakt knüpfen. Okay? So. Alles Gute. Alles Gute wünsche ich dir. Und dann bedanke ich mich bei dir. Ja, tschüss, Micha. Ja, alles Gute. Die Katharina ist hier. Und Katharina ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Katharina. Du bist aber schön nah. Der Micha war gerade so weit weg irgendwie. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ja. Und es geht ja um ein heikles Thema, ne? Ein Thema, wo... Fall, kann man so sagen. Jetzt schreibe ich mir erstmal deinen Namen auf. Katharina, 20 Jahre alt. Ja, heimliche Vorlieben. Also ich stehe Sex auf mehreren. Sowohl auf Männer als auch auf Frauen. Also du hast gerne eine Gruppe um dich herum. Genau. Ist das schon
passiert oder ist das nur Fantasie bisher? Nein, das ist schon passiert. Dreimal. Dreimal schon? Jetzt. Wie viele Leute waren dann jeweils um dich herum? Also ich, den Kontakt, den knüpfe ich halt in Diskotheken. Mhm. Also die Frauen suche ich so in der letzten Szene auf. Ja. Ja, und dann sind es meistens so, kann man sagen, 5 bis 6. So viele? Ja. Also 5 bis 6 Frauen? Frauen oder Männer, also oder auch gemischt, kann man sagen. Also die paar Mal, wo es ja stattgefunden hat, war es jeweils gemischt? Ja. Mhm. Die Frauen hast du in der Lesben-Szene aufgegabelt? Ja. Und die Männer halt, ganz normal. Ganz normal. Aber das ist doch eine aufwendige Sache, wenn du abends losziehst und das vorhast zu machen. Oh, das ist mir aber wert, kann man sagen. Aber dann ist man doch wahrscheinlich lange unterwegs, bis man alle zusammen hat, oder wie geht das? Rein praktisch gefragt jetzt. Also die Männer, kann man sagen, laufen an hinterher. Da brauchst du nur so zu machen. Aber ja. Ist es dir denn egal, was das für Typen sind? Ich suche mir schon aus, ne? Ja. Ich würde auch nicht jeden nehmen. Ich mache das schon gerne. Aber wie geht das denn dann? Du gehst in eine Diskothek und sprichst irgendein paar Jungs an und sagst, hier habt ihr Bock auf eine Gruppensex? Nein, das sage ich nicht direkt. Also ich lade die zu mir nach Hause ein. Mhm. Wenn sie alle so anwesend sind, beispielsweise sage ich dann, habt ihr nicht samstagsabends 20 Uhr Zeit? Ach so, es gibt erst eine Recherchetour. Genau. Also an dem Tag, wo du unterwegs bist, passiert das dann noch nicht. Nein. Sondern du verabredest dich dann mit den Leuten, also jetzt meinetwegen übermorgen bei mir zu Hause. Mhm, genau. Ja. Und dann frage ich halt direkt dann, ob sie Lust auf Gruppensex haben. Mhm. Aber die meisten, kann man sagen, haben sie auch. Ja. Und also, wie ist das in der Lesben-Szene? Sind die Mädels da eher zurückhaltend oder sind da auch so die Reißer dabei? Also gerade jetzt im Ruhrgebiet ist es ziemlich schwierig, auch Frauen kennenzulernen. Und gerade die, ja. Das heißt, auf Frauen stehen. Das heißt, du bist ganz klar bisexuell? Also die Vorliebe, die habe ich erst seit ungefähr einem halben Jahr. Ja. Und dass ich so direkt auf Frauen stehe. Und diese paar Mal, wo du es gemacht hast, wie lange liegt das jetzt zurück? Das letzte Mal war vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten. Und das erste Mal, wie lange ist das so? Vor einem halben Jahr. Vor einem halben Jahr. Mhm. Aber im Klartext, im Moment macht es dir Spaß, von Männern verwöhnt zu werden und von Frauen verwöhnt zu werden. Ja. Ja. Nun gibt es ja diesen Begriff Gangbang. Kennst du den? Nein. Das ist sowas, wenn eine Frau sich von mehreren, im Prinzip ist das aber bezogen dann auf Männer, verwöhnen lässt. Hm. Die liegt dann da irgendwie auf einer großen Bettfläche und rundherum sind die Männer und die machen die diversen Dinge mit der Frau. Ist das bei dir auch so? Bist du dann passiv und lässt dich wirklich von allen rundherum verwöhnen oder agierst du auch richtig mit? Also kann man sagen, Wechsel. Also manche Pärchen finden sich dann noch, die machen es dann miteinander und manche halt dann um mich herum. Ach so, also ist es nicht unbedingte Voraussetzung, dass sich nur alle auf dich konzentrieren? Nein. Nee, du findest es einfach absolut scharf, wenn da richtig so eine Sexorgie um dich herum passiert. Ja, auf jeden Fall. Du bist ja erst 20 Jahre alt. Mhm. Wie hast du das überhaupt so für dich entdeckt oder gespürt, dass du auf sowas stehst? Also habe ich gedacht, ich wäre so richtig lesbisch, habe es erst mit Frauen probiert. Mhm. Dann habe ich mir so gedacht, dann halt festgestellt, dass es doch nicht eine Ware ist, dass ich doch Männer brauche. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, halt kann man auch beides haben. Okay, gut, das ist ja doch die eine Überlegung. Aber gleich dann in eine Orgie reinzugehen, das ist ja schon doch ein Gedankengang noch weiter und krasser. Also ich bin auch schon nicht offen in solchen Dingen, kann man sagen. Du bist offen? Ja. Mhm. War ich früher schon und heute auch. Aber das erste Mal, als du das dann organisiert hast, warst du da nicht aufgeregt? Auf jeden Fall. Also erstmal rumzugehen und das zu die Leute einzuladen, finde ich schon... Also ich habe ja erst gedacht, so 2, 3 Leute wären erstmal okay. Ja. Da habe ich in einem Abend mehrere Männer kennengelernt. Ja. Und hat sich dazu ergeben, dass es zu mehreren halt funktioniert. Wir bleiben mal bei der ersten Session. Wie viele Leute waren es da insgesamt? 6. Und wie war die Geschlechteraufteilung? 4 Männer und 2 Frauen. 4 Männer, 2 Frauen. Mhm. Warst du dann, als der Abend näher rückte und du auf die Uhr geguckt hast, gleich kommen die ersten, warst du da aufgeregt? Ja, kann man sagen. Wie hast du die Leute empfangen? Schon so im leichten Negligé oder halb nackt oder noch ganz angezogen? Halb mit Minirock und Bluse. Es war dann bei dir aber zu Hause? Ja. Ist auch ein bisschen gefährlich, ne? Du weißt ja gar nicht, was das so für Typen sind, die du da einlädst und was die da machen könnten. Mit dir vielleicht? Also ich habe die am Abend in der Disco also ziemlich mehr kennengelernt, auch unterhalten mit dem, was sie beruflich machen. Ach so. Und solche halt. Wie lange dauern dann oder haben dann diese Sessions gedauert? Die ganze Nacht bis morgens früh. Die ganze Nacht bis morgens. Ja.
wie viel Mal hattest du einen Orgasmus? 2-3 Mal kann man sagen. Und als es dann vorbei war, hast du gedacht, wow, scharf? Oder hast richtig du geil. Ja. Hast du einen Freund? Nein, zurzeit nicht. Eine Freundin auch nicht? Nein. Nee. So der Freundeskreis um dich herum, wissen die das oder ist es wirklich eine heimliche Vorliebe? Also 2 Freundinnen wissen das. Aber die waren noch nicht dabei? Nein. Nee. Schämst du dich dafür? Also die sind schon ziemlich interessiert. Mhm. Also wollen nur erzählt haben, was da so richtig abgeht, aber dabei sein wollen sie nicht. Ja. Nachdem du das jetzt gemacht hast, kann man da so sagen, dass du, wie man das so ausdrückt, Blut geleckt hast und das unbedingt weiter und öfter machen möchtest? Mhm. Mhm. Ja. Ja? Mit auch noch gesteigerten Gedanken, also dass da noch mehr Leute bei sind und dass es vielleicht noch ein bisschen heftiger zugeht? Also ich würde gerne mehr Frauen um mich herum haben, statt ja. Männer. Ja. Wie ist es so mit Vorsichtsmaßnahmen? Safer Sex, ist das ein Thema bei diesen Geschichten? Nein, nein. Nein? Mhm. Ja, das ist aber jetzt dann sehr riskant, was du da machst. Ja. Ist dir klar, ne? Ja, schon. Dass du dich infizieren kannst mit allerlei Krankheiten? Du kannst schwanger werden? Ja. Aber Frauen ist das Risiko nicht so, ne? Also nee, ist nicht so, aber ist auch da. Und es gibt ja auch noch viele andere Krankheiten, die man sich holen kann. Mhm. Ja, weiß ich darüber Bescheid schon. Weißt du schon Bescheid? Ja. Und du gehst bewusst ein gewisses Risiko jetzt ein? Eher unbewusst, weil man immer in so einer Phase drin ist. Aber Moment mal, du kannst doch, was ist denn so schlimm daran, wenn du sagst, dass die Jungs zumindest Kondome benutzen sollen? Ja, da kommt man nicht so zu. Bitte? Da kommt man nicht so zu in dem Moment, ja, das kann man, wenn man so beschäftigt ist. Na gut, aber das kann man ja voll vereinbaren. Ja. Also Katharina, bei allem Verständnis für viele spaßige Schweinereien, die man so machen kann. Aber ich finde, das sollte nur wirklich das oberste Gebot sein, dass man sich und andere nicht in Gefahr bringt, sondern dass man das Optimale an safer Sex zumindest praktiziert. Man kann dann immer noch genügend Spaß haben. Mhm. Wenn du irgendwann krank bist oder irgendwas passiert ist, dann ist vorbei, die vorbei, ne? Ja, dann ist es vorbei. Dann ist die Sorge groß und du wirst dich schwarz ärgern, dass du es gemacht hast. Also da möchte ich gerne an dich wirklich appellieren, mach was du willst, aber mach es vorsichtig und schütze dich und schütze dein Leben und deine Gesundheit vor allen Dingen. Mann. Das mache ich auch jetzt. Ja. Ja. Ist jetzt demnächst wieder was geplant? Nein, das gibt's halt noch nicht. Aber ich treffe mit Frauen jetzt erstmal. Ja. Also mit 2. Kannst du für dich erklären, ich meine, das ist immer sehr schwer, aber ich frage es trotzdem, kannst du für dich erklären, woher so diese, das ist ja eine große sexuelle Gier, die dahinter steckt. Hm. Warum die da ist, woher die kommt? Das mal wüsste. Hm. Wäre ich auch schwer schlauer. Keine Ahnung. Wie war das denn vorher, bevor das jetzt so rausgebrochen ist? Also vorher habe ich nur Verlangen nach Frauen gehabt. Wie schon gesagt, hat sich halt so gesteigert, dass Männer auch gefehlt haben in einer Beziehung. Ja. Hast du denn schon mal Beziehungen gehabt, etwas länger mit Menschen? 2 feste. Mit Männern? Mit Männern. Mit Männern. Mhm. Waren das für dich, war das gut oder war es nicht so befriedigend? Die eine war gut, die andere war nicht so gut. Mhm. Also, du hast im Moment auch gar keine Sehnsucht nach einer großen festen Beziehung, sondern möchtest erstmal so diese Sachen ausleben. Also ich will mein Leben erstmal leben. Ja. Hm. Und dann kann man immer noch sehen, wie es weitergeht. Genau. Also Katharina, 20 Jahre, die gerne Gruppensex-Sessions macht, war das. Ich sag's nochmal, Katharina, ich find's absolut okay, wenn du es machst, aber schütze dich bitte. Danke für den Rat. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Heimliche Vorlieben heißt unser Thema. Und wenn ihr mir von euren heimlichen Vorlieben erzählen wollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder die Faxnummer 0800 220 50 51. Dirk, 25 Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Ja, Dirk, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Du willst mir etwas verraten. Ja, ich habe eine heimliche Leidenschaft und zwar trage ich keine Strumpfhosen. Damenstrumpfhosen? Ja, Damenstrumpfhosen. Welche Farbe? Größtenteils Hautfarben, weil man die nicht so sieht. Die ja. Kann man auch gut mal unter einer langen Hose unter anderem auch tragen. Ist praktisch, ja. Ja. Wie lange schon? Du bist 25 Jahre, sagte ich gerade. Regelmäßig tragen oder öfter mal tragen, so seit dem 17., 18. Lebensjahr. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Wie hat sich das ergeben? Also es hat sich einfach ergeben, das hat sich in der Jugendzeit ergeben, so mit 13, 14 Jahren. Mhm. Ich hatte eine Klassenkameradin, die hat auch
Eine Klassenkameradin. Strumpfhosen getragen. Eine Klassenkameradin. Ja. Ja. Mhm. Die hat auch Strumpfhosen getragen. Mhm. Wie die meisten Mädels? Ja, aber mit 13, 14 ist das noch nicht unbedingt so. Noch nicht so, na okay. Na okay. Das hast du gesehen. Und da haben wir halt mal so Petting gemacht und sowas auch. Achso, du hast es mit der schon so ein bisschen Techtelmächte. Nee, kein richtiges Techtelmächte. Wir haben uns halt so ein bisschen gestreichelt. Naja, das meine ich damit, ja. Ja. Und da halt auch über die Strumpfhose und so. Und da hat es bei dir ptsch gemacht. Ja. Und hast gesagt. Und vor allem finde ich auch schön den Geruch, wenn sie die ganze Zeit auch trägt und so. Ja. Ich finde die Füße auch schön. Ja. Aber das ist ja noch eine andere Geschichte, wenn man Frauen erotisch findet in solchen Strumpfhosen, ja. Als sie denn selbst auch zu tragen. Ja, ich trage sie auch selbst. Das hat dann noch ein paar Jahre bei dir gedauert, wenn du sagst, du mit 17 hat das angefangen. Ja. Kannst du dich an deine erste Damenstrumpfhose erinnern, die du dir gekauft hast? Ja, da kann ich mich dran erinnern. Erzähl mal. Und zwar war das ein bisschen zu eng. Falsche Größe genommen. Ja, falsche Größe genommen. War es dir nicht peinlich, im Geschäft dir so ein Ding zu kaufen? Dass die Leute ja denken, hä, was kauft der eine Damenstrumpfhose? Das habe ich im großen Kaufhaus gemacht. Ja. Nicht im kleinen Geschäft. Wenn man das im kleinen Geschäft macht, auf einem kleinen Ort, dann kannst du das nicht machen, unbedingt im ganz kleinen Geschäft. Ja. Weil bei der kennen sie einen, ja. Ja, also dir ist das nicht peinlich, wenn du dir die Dinger auch heute kaufst. Das kaufst du in einem großen Geschäft und dann ist es gut. Ja, im großen Geschäft, ja. Und dann meistens ich bei mir selber am Ort. Ja. Hast du sie denn immer an oder nur ab und zu? Nicht immer, aber ich trage auch schon mal Röcke. Da trage ich sie immer drunter. Ach so. Aber die Röcke trägst du dann nur zu Hause vermutlich? Zu Hause oder in Großstädten, wie zum Beispiel Köln, Düsseldorf, da schon mal im Park oder so, gehe ich dann spazieren. Ach so. Aber da, wo du zu Hause bist, weiß natürlich kein Mensch davon. Da weiß kein Mensch, die trage ich auch nur in meinem Zimmer, wenn. Ja. Aber die Strumpfhosen kannst du ja auch schon mal, wie du es gerade schon gesagt hast, unter der normalen Hose tragen. Ja. Da sieht man das aber eventuell, naja, du sagst, wenn die Hose so hoch rutscht, das könnte, wenn man genau hinguckt, sieht man das. Ja, aber zu Hause trage ich ja noch Tarnsocken. Tarnsocken, ja. Und außer wenn ich irgendwie weiter weg bin, wo ich wahrscheinlich keinen treffe, den ich kenne, kann ich auch die Tarnsocken ausziehen und dann bloß die. Verstehe, dann kann man offen sein. Ja. Hast du diese Damenstrumpfhosen, trägst du die ganz auf nackter Haut oder hast du auch noch eine Unterhose drunter? Im Regelfall eine Unterhose drunter, ja. Meistens. Ja. Erotisiert dich das denn selbst auch? Ist das so eine Eigenerotik, die entsteht dadurch, dass du die Dinge anziehst? Ja, würde ich schon sagen. Mich erregt das auch. Dich erregt das. Mhm. Und ich finde es auch halt auch sehr schön, wenn Frauen die tragen. Das habe ich verstanden, ja. Du bist 25 Jahre alt. Ja. Ich mache mir gerade so ein Bild von dir oder will mir ein Bild machen. Darf ich fragen, was du vom Beruf machst? Ich bin zurzeit arbeitssuchend. Ich habe aber Bürokaufmann gelernt. Bürokaufmann. Dreijährige Ausbildung. Mhm. Ich habe vorhin eine Handelsschule abgeschlossen. Ja. Hast du denn schon mal in deinem Leben eine Beziehung zu einer Frau gehabt? Ja, eine richtig feste. Ja, und wusste die Frau davon? Nee, diese Frau wusste nicht davon, weil das damals eine Klassenkameradin zu dem Zeitpunkt war und mir ist ein bisschen link war. Also, dass das unter Umständen nachher, ach so, wenn man sich irgendwie streitet, weil so lange waren wir auch nicht zusammen, 9 Monate insgesamt. Dass die das ausplaudert dann irgendwann. Das heißt, nicht unbedingt, dass die es ausplaudert, sondern dass das war eine relativ kleine Handelsschule. Ja. Zu dem Zeitpunkt 80 Schüler, die hat heute 100 oder 120 Schüler, ja, mittlerweile. Das war mir zu riskant an so einer kleinen Schule. An der großen Schule, da ist das schon mal eher... Ja, aber hast du doch Angst, dass sie es vielleicht unter Umständen rausquatscht, wenn irgendwer streitet? Nee, dass das an so einer kleinen Schule eher rauskommt, ja, ja, klar. Aber das ist ja schon eine ganze Weile her. Das heißt, du bist sehr lange alleine und solo. Ja. Ja. Vermisst du das, dass du keine Beziehung hast? Ja. Mhm. Wie kommt das? Du bist nun 25 Jahre alt schon. Bemühst du dich denn sehr um Frauen? Oder lebst du doch sehr zurückgezogen und du sagst gerade, du gehst in Parks und rennst da mit den Röcken rum und so. Klingt ja alles so ein bisschen nicht so ganz glücklich, ne? Oder? Ganz glücklich bin ich damit auch nicht. Mhm. Aber die Sache ist auch die, ich weiß ja auch nicht, ich
ich bin nicht der Typ, der jetzt einfach eine auf der Straße so anquatscht. Mhm. Diese typischen Flirtsprüche, die manche vielleicht drauf haben, die haben dann doch einen Spruch auf den Lippen und kommen dann so mit den Leuten ins Gespräch. Weißt du, Dirk, allgemein so. Der Hintergrund meiner Frage oder dessen, was ich gerade gesagt ich finde solche Marotten immer okay, wenn die so gut im normalen Leben eingebettet sind. Ja, die sind im Prinzip auch gut eingebettet. Ja, aber so richtig ja nicht. Ich finde sie immer bedenklich, wenn man dadurch isoliert wird und dass man nicht mehr richtig lebt, dass man beispielsweise keine Beziehung findet, dass man keine Liebe mehr leben kann. Sondern daran würde ich sagen, sagt das nicht, dass ich das immer bei Frauen gesucht habe oder so. Mhm. Ich hätte auch mit jeder, die das mal nicht gemacht hätte oder so, finde ich das auch. Ja. Aber dann finde ich schon, dass du dich ein bisschen bemühen sollst, dann auch vielleicht mal Frauen kennenzulernen, ne? Und nicht dich zu sehr zurückziehst hier in diese Welt, die du dir da so aufgebaut hast. Weil irgendwann bist du so vereinsamt und so eingemauert, dass du gar nicht mehr in eine Normalität raus kannst. Das meinte ich damit. Ja, das weiß ich. Ja. Ja, lieber Dirk, auch dir wünsche ich eine nette Partnerin, so schnell wie möglich. Ja. Ne? Und alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war der Dirk. Und hier ist Matthias, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Matthias. So, hallo. Jetzt zu dir. Ja, also ich habe eine Vorliebe, dass ich noch mit Legosteinen spiele. Spielst du denn noch mit Legosteinen? Ja, ja. Ja. Ja, das ist auch eigentlich ganz, ganz, ganz putzig, ne, oder? Wenn ein 23-Jähriger mit Legosteinen spielt. Das heißt, du hast dein ganzes Leben im Prinzip mit Legosteinen bisher verbracht. Nee, nicht nur. Also ich mache das immer in meiner Freizeit. Ja, ja. Sagen wir mal so am Wochentagen, so am Abend, wenn ich von der Arbeit komme. Aber am Wochenende gehe ich auch mit Freunden auf Partys und so. Ja, nee, ich meinte so, es gab nicht mal eine Phase, wo du Legosteine mal zur Seite gelegt hast, so zwischen 17 und 20 oder so. Das gab's natürlich. Das gab's auch. In der Pubertät, oder wann war das? Es war vom 13. Lebensjahr bis zum, ich würde sagen, 20. Ach so, so lange. Ja, so lange. Ja. Bist du jetzt 23? Also erst 3 Jahre wieder dabei, kann man sagen. Genau, 3, so ja, fast 4 so. Ja. So. Wie kam das denn, dass man mit 20 dann nochmal in den Lego-Kasten geht und baut? Ja, es ist, ich würde sagen, also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, dann würde ich sagen, liegt das auch im 17. Lebensjahr. Da war ich nämlich bei meinem Freund gewesen und der hatte einen kleinen Bruder gehabt. Mhm. Und der kleine Bruder hat immer mit Legosteinen die ganze Zeit gespielt. Ja. Und irgendwie hat mich das fasziniert, wie er da mit den Legosteinen gespielt und Piraten und so weiter. Ja. Habe ich mir so überlegt, ob ich mit dem mitspiele. Und so habe ich mit ihm mitgespielt. Ja. Und da hat mich das irgendwie fasziniert. Aber war ja immer noch Pubertät und so. Und kamen da so Erinnerungen auf, auch an früher, an deine Kindheit? Ja. Als du, also ich gehe davon aus, dass du als Kind dann auch heftig gespielt hast mit Legosteinen. Mhm. Ja. So, jetzt spielst du heimlich bei dir zu Hause. Richtig. Das heißt wirklich heimlich, niemand weiß es? Niemand weiß es. Also ich habe eine eigene Wohnung und mal ab und zu kommen Freunde und so, aber dann verstecke ich die immer im Schrank und lege da Socken drüber oder so. Was baust du denn? Städte oder so, Polizeireviere, Raumschiffe, alles mögliche aus Lego, was man sich so kaufen kann. Ich hatte ja als Kind früher auch Legosteine, aber nur so eine kleine Kiste. Hast du eine riesen Ansammlung mittlerweile? Ja, ich hatte als Kind auch nicht wirklich so viele Legosteine, auch ziemlich viele noch von meinen Eltern vererbt, so die ganz alten von 1954 und so, die ersten, die es gab. Ja, ja. Und auf jeden Fall, da habe ich mir irgendwie von meinem Geld jetzt jeden Monat so 100 Euro für Legosteine zurechtgelegt. Ehrlich? Gemacht. So viel? Das heißt, du musst also einen ganz schönen Vorrat schon haben mittlerweile. Oh ja, das ist schon einiges. Und die tollen Sachen, die du baust, die du gerade beschrieben hast, die versteckst du dann auch, wenn jemand kommt? Ja, eigentlich muss ich echt zugeben, dass ich irgendwie dann auch mit denen richtig so spiele und so und dass es auch manchmal Kampf gibt und so zwischen denen. Wie Kampf gibt es zwischen denen? Ja, zwischen den Raumschiffen und so, da gehen noch ein paar drauf von denen. Das heißt, die gehen dann wieder kaputt, die Sachen. Also es hat noch nie, im Klartext, es hat noch nie irgendein Freund oder jemand aus deinem näheren Umfeld das entdeckt bei dir in der Wohnung. Richtig. Ja. Wie viele Stunden verbringst du so am Tag, in der Woche damit? 2, wenn ich vom Abend nach Hause komme, esse ich was, gucke kurz Fernsehen, dann kommt wieder der Spielflash. Manchmal, es gibt auch manchmal Tage, so manchmal richtige Wochen, wo ich gar nicht spiele. Ja. Aber dann hole ich sie raus, die Sachen, und dann spiele ich dann mit denen. Was machst du vom Beruf? IT-Techniker. Hm. Ich bin fast ein bisschen beeindruckt, was du erzählst.
Weil, ja, weil ich es irgendwie gut finde. Es ist auf jeden Fall besser, als vor irgendwelchen dämlichen Videospielen zu sitzen. Weil es fordert die Kreativität. Du baust wahrscheinlich ganz tolle Sachen, hast eine große Fingerfertigkeit mittlerweile schon. Ja, also ehrlich gesagt, Videospiele, ich habe auch was damit zu tun, aber ich produziere die eher anstatt des Fingers. Na gut, aber irgendwelche, also irgendwie ist es ein Hobby, finde ich, was einen nicht so verblödet, sondern wo man ja auch nachdenkt und kreativ sein muss, genau. Und sowas. Aber warum machst du es heimlich? Schämst du dich, dass die Leute sagen, der macht da so Kleinkinderkram? Ja, weil ich auch, naja, eigentlich nicht so das Bauen und so, das würde mich eigentlich gar nicht so schauen, aber dieses Gespiele eben noch. Ja. Also ich finde es toll, wenn man auch als 23-Jähriger noch so einen Spaß am Spielen hat. Also habe ich überhaupt nichts Negatives im Sinn mit. Hast du eine Beziehung, eine Freundin? Leider nicht. Leider nicht. Hattest du die in den letzten 3 Jahren mal eine? Genau, das ist es ja auch so. Seit 2 Jahren habe ich leider Krebs bekommen. Mhm. Seitdem habe ich keine Freundin mehr. Was hast du für einen Krebs bekommen? Rachen, im Rachen saß. Ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwie EBV-Dingsbums. Den Fachbegriff kenne ich dafür auf jeden Fall nicht. Mhm. Ich hatte schon mehrere Chemotherapien hinter mir und so weiter. Und wie ist dein Gesundheitszustand im Moment? Stabil, würde ich sagen, aber es geht nicht zurück. Er wuchert wie die Pest. Gibt es da einen Zusammenhang, dass du dich deshalb auch irgendwie so ein bisschen zurückziehst? Ablenken, ja. Ich lenke mich damit auch teilweise ab, sage ich mal. Gut, dann hat es ja jetzt eine ganz ernste Wendung bekommen, das Gespräch. Ich wollte erst damit nicht rausrücken und so, weil mir es auch peinlich war und so. Aber ich habe mir gedacht, jetzt habe ich das schon so lange mit dem Krebs. Ich kann damit offen umgehen. Aber das wissen schon deine Leute um dich herum. Die wissen, dass ich Krebs habe. Das wissen die. Also Matthias, was diese Legosteine anbelangt, finde ich völlig in Ordnung. Muss ich nochmal sagen. Also wirklich. Was natürlich bedenklich ist, wenn du da so sehr jetzt dich auch wegkapselst. Mhm. Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich es liegt auch daran, dass ich jetzt ziemlich ans Bett gebunden bin und deswegen schon lange nicht mehr aufgestanden bin, also jetzt aus dem Haus gegangen bin und so. Aber du hast ja deinen Job noch, ne? Ja, aber den kann ich von zu Hause erledigen. Das ist ja das mit IT-Technik und so. Und ich bin der Administrator von so einer großen Datenbank von unserer Firma. Also, es ist doch komplizierter, glaube ich, als es am Anfang klang. Ne? Am Anfang klang es sehr lustig und so lustig ist es nicht. Ich würde gerne, dass du... Ja, ist okay, finde ich in Ordnung. Würde aber gerne, da es doch kompliziert ist und vielschichtiger, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte redest. Bist du einverstanden? Psychologin? Ja. Na, ich gehe schon zu einer Psychologin, das ist es ja gerade. Aha. Also möchtest du das Angebot? Ich weiß es auch schon, dass ich mit Lego niemand auf, das ist vollkommen in Ordnung und so. Und damit stärke ich auch meine Kreativität, die ich auch brauche in meinem Job. Also möchtest du nicht mit meiner Psychologin reden? Nee, wenn man nicht so lieb. Okay, gut, Matthias, dann wünsche ich dir einfach alles Gute, vor allen Dingen wirklich, dass du... War aber nett, mit dir zu reden. ...dass du gesund wirst und wenn du in guter psychologischer Betreuung bist, dann ist ja alles in Ordnung. Jetzt ist er schon weg. Also alles Gute nochmal, Matthias, wenn du mich hörst und... von Herzen gute Besserung. Stefan, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian, hi. Ja, du bist wieder laut. Wenn nicht du wieder, sondern es klingt laut. Ach so, ja, ich kann auch versuchen, etwas leider zu sehen. Nein, das ist wunderbar. Ich bin immer sehr froh, dann verstehe ich das gut. Stefan, um was geht's? Um welche heimliche Vorliebe? Meine heimliche Vorliebe ist das, so abstrus es klingen mag, das Fußnägelkauen. Klingt abstrus, ja, in der Tat. Ja, wie du gesagt hast, ich bin 21 Jahre alt, schon seit vielen Jahren, also seit meiner frühen Jugendzeit, also seit der Grundschule, knabbere ich schon Fingernägel. Bloß Fingernägel knabbern, das war früher nie wirklich das Ding, weil viele haben das getan. Und auch in der Öffentlichkeit ist es nicht wirklich verpönt, an den Fingernägeln zu knabbern. Naja, schön ist es nur auch nicht in der Öffentlichkeit. Selbstverständlich ist es nicht schön. Und auch heutzutage, die Frauen, die schauen ja oft auf die Finger. Ja. Und wenn die Nägel ganz zerknabbert sind, ist es nicht toll. Das Üble allerdings, und warum es auch meine heimliche Vorliebe ist, ist eben dieses besagte Fußnägelknabbern. Kommst du denn da überhaupt ran? Ja, ich habe früher geturnt und ich bin relativ gelenkig. Ja. Außerdem, ich bin ja nicht allzu alt mit 21 Jahren, nee. Also meine Fußnägel kann ich erreichen, jawohl. Und du knabberst sie alle ab, von dem dicken Zeh bis zum kleinen Zeh? Nein, ich gehe da ein wenig nach Ästhetik, kann man fast sagen. Also wenn die Nägel nicht allzu lange sind, beziehungsweise der kleine Nagel oder der Nagel des kleinen Zehs, den erreiche ich ja nicht so gut, weil der Nagel an sich auch sehr klein ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. Der ist doch der komplizierteste. Also den dicken Zeh kann ich mir noch vorstellen. Abstand der komplizierteste. Ja, du sprichst mit einem Experten. Ja.
Die Nägel, die wirklich lang geworden sind, die knabber ich ab. Und die, die nicht des Knabberns würdig sind, die verschone ich dann auch und die lasse ich noch. Die werden dann geschnitten? Nein, die werden nicht geschnitten. Das Schneiden ist auch einer der Hauptgründe, warum ich knabbere. Früher hat meine Mutter mir immer die Fingernägel geschnitten, ja? Über der Toilette im Grunde genommen, damit sie da gleich hineinfallen, ja? Einfach aus Gründen der Einfachheit halber. Ja? Und mir hat das Schneiden nie sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es an der ob es an meiner Mutter lag, ob sie die Nägel falsch geschnitten hat oder ob mir einfach das Gefühl nicht gepasst hat. Aber sie hat dich nicht ab und zu mal geschnitten? Nein, sie hat mich nicht geschnitten, aber es war unangenehm. Es war mir wirklich unangenehm. Und dadurch kamst du auf die Idee, ich knabber, also unter anderem auf die Idee, es gab auch noch andere Gründe, wie du gerade geschildert hast, sie zu knabbern. Aber, ganz genau das. Aber wenn du jetzt den kleinen Zeh, wir wollen es jetzt genau ja begreifen, ne? Ja. Wenn du den kleinen Zeh nicht knabberst, der wird ja nur auch irgendwann mal lang. Wird der nie geschnitten? Nein, er wird auch geknabbert. Aber beim kleinen Zeh dauert es halt länger als beim großen Zeh, denn die Wachsgeschwindigkeit der Nägel selber scheint von Nagel zu Nagel unterschiedlich ist zu sein. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Es ist mir auch, also ich bin froh, dass ich mit dir reden kann, denn du scheinst ja eine psychologische Ausbildung genossen zu haben. Nein, ganz neu auf diesem Gebiet. Nein, ich habe weder eine psychologische Ausbildung genossen, noch bin ich ein Fachmann in Sachen Zehennägel. Dennoch finde ich es ja interessant und wenn ich so drüber nachdenke, kann das durchaus sein, was du sagst, dass der dicke Zeh schneller wächst als der kleine Zeh, also der Nagel. So kommt es mir zumindest vor. Jedenfalls ist da einfach mehr Nagelfläche und den großen Onkel, wenn ich ihn mal so nennen darf, der ist weitaus leichter zu beknabbern als der Kleine. Der Kleine, der braucht dann einfach mehr Zeit und der wird nicht so häufig beknabbert wie der Große. Gut, das haben wir jetzt geklärt. Ja. Stefan, wenn ich jetzt mir deine Füße angucken würde, sind die Fußnägel, sieht das gut aus oder sind die sehr, sehr nach unten geknabbert? So wie Leute, die zu sehr an den Fingernägel knabbern, das sieht ja auch immer ziemlich schlecht aus. Nein, also deine Frage ist auf jeden Fall begründet. Meine Fingernägel sehen weitaus schlechter aus als meine Fußnägel. Aha. Bei den Fußnägeln, ich weiß nicht, woher es kommt, scheine ich akkurater zu knabbern, wenn man das so nennen kann. Ja, also ganz sauber, ganz rund sauber. So. Man sieht, dass es gebissen ist. Ja, aber nicht zu tief rein, also nicht zu weit runter. Ich versuche auch nicht zu tief hineinzugehen, weil irgendwann erreicht man das Nagelbett, dann wird es ausgesprochen unangenehm. Es kann zu Entzündungen führen, das hatte ich auch schon, aber ich habe es mir selber abtrainieren können, weil es ist ja wirklich unangenehm. Spuckst du es aus? Nein, ich zerkaue meine Nägel. Nein, ehrlich? Und schluckst du es runter? Ja, ich esse es. Das ist ja heftig. Ich esse sie. Das ist ja heftig. Ihr Lieben, ekelt euch nicht zu sehr jetzt zu Hause. Ja, ich weiß, dass es ausgesprochen eklig ist, aber Domian, aus diesem Grunde wende ich mich doch an dich. Ich wollte wissen, wie ich mein absolut abstruses Hobby, meine heimliche Vorliebe, jetzt zu bewerten habe. Ja. Ist es eine widerliche, furchtbare Sache? Ja. Oder ist es eine, eine im Grunde genommen normale heimliche Vorliebe. Denn es gibt ja noch weitaus mehr heimliche Vorlieben, wie man in deiner Sendung schon hat feststellen können. Ja, hat und man. Um weitere Beispiele zu nennen, ich kenne viele Menschen, die essen Popel, auch ganz ungeniert Der Öffentlichkeit. Ja. Das ist mindestens genauso widerlich. Lass mich doch noch ein paar Fragen stellen, wenn du gestattest. Natürlich. Ja. Wäschst du dir vorher die Füße, bevor du es machst? Also ich dusche täglich, also schmutzig bin ich nicht. Ja. Wie oft machst du das? Nicht täglich, so schnell wachsen die Nägel ganz einfach nicht. Man könnte sagen, ich schaue mir meine Nägel recht häufig an, aber tatsächlich knabbern tue ich, glaube ich, in Abständen von 1,5 bis 2 Wochen immer. Ja, aber du knabberst immer regelmäßig an den Fingernägeln? Immer wenn sich da eine Stelle bietet, tue ich das. Ja. Ich meine, das hat natürlich immer seine hinteren, tieferen Ursachen, warum Leute an den Fingernägel knabbern. Wurde mir auch gesagt, dass es wohl mit Nervosität zusammenhängt. Ist komplizierter, oder mit anderen Gründen. Ich kenne sie nicht, vielleicht mit Stress. Ob das tatsächlich so ist, vermag ich selber nicht zu beurteilen. Ja, ich auch nicht, aber ich weiß, dass es im Prinzip immer eine psychologische Vernetzung gibt, wenn jemand permanent an den Fingernägeln knabbert und da meistens eine Geschichte hintersteckt. Bei den Fußnägeln weiß ich das nicht so genau. Also mit den Fingernägeln mache ich ja schon sehr lange. Also es müsste ja eine Geschichte aus früher Kindheit sein. Ja, unter Umständen. Die Fußnägelgeschichte, die ist ja nun ganz heimlich, sagst du. Davon wissen zwar Menschen, meine Schwester und mein Bruder, die wissen davon. Ja. Aber die haben mir auch gesagt, das ist ja furchtbar eklig, was du da tust. Ja. Und ich habe auch gesagt,
kümmert euch doch um euren eigenen Kram. Also ja, man ist da sehr abweisend. Natürlich habe ich sie gern, also ich wurde da nicht aggressiv, aber es war mir peinlich, ganz eindeutig. So, das haben sie mit Sicherheit auch gemerkt. Stichwort Frauen. Ja. Gab es schon Frauen in deinem Leben? Ja, gab es. Wussten die das? Ich glaube nicht, nein. Das heißt, also die Fingernägel, das Fingernägelkauen wussten sie, das kann man auch nicht verbergen. Man sieht es ganz einfach an den Fingernägeln. Ja, ja. Aber das mit den Fußnägeln wussten sie nicht. Ja. Weil, wie ich bereits gesagt habe, das kommt da einfach sauberer raus. Es fällt bei den Fußnägeln nicht so stark auf. Ja, also ich würde ja sagen, das ist auch noch alles nicht so ganz dramatisch. Wobei man schon so ein bisschen sich schüttelt, wenn man sich vorstellt, dass du das Zeug runterschluckst. Ja, ja, natürlich. So. Aber ich schüttle mich genauso bei Menschen, die, wie ich bereits erwähnte, ja, Popel essen oder ja, ihre Haarspitzen abknabbern, wie es meine Schwester tut. Ja. Oder ja. Also, es gibt ja eine Vielzahl von Dingen. Manche essen Schorf, andere essen andere furchtbare Dinge, die der Körper selber produziert. Ja. Nein, die Grundfrage ist, Stefan, ob das nur eklig ist oder nicht eklig ist, ist, ja, ist völlig unwichtig. Da bin ich beruhigt. Die Grundfrage ist, was steckt hinter diesem Fingernägelkauen und gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Fingernägelkauen und dem Fußnägelkauen? Im Grunde genommen missfällt mir beides. Also mir wäre es selbstverständlich am liebsten, wenn ich mit beiden Dingen aufhören könnte. Du hast es denn schon versucht aufzuhören? Ich habe es mal mit den Fingernägeln zumindest versucht, mhm, weil mir das Thema immer, ja, also das mit den Fußnägeln mache ich zwar heimlich, ja, aber tatsächlich ist mir das mit den Fingernägeln unangenehmer, ja, weil man das eben auch so sehen kann. Ja. Weil ja, über den Füßen trägt man immer Socken, Schuhe und so weiter. Die ja, Fingernägel sind immer und alltäglich präsent. Ja. Deshalb habe ich es bereits habe ich so versucht, dass ich mir aus der Apotheke einen Stoff besorgt habe, der macht die Fingernägel ungenießbar. Damit lackiert man die Fingernägel ja, im Grunde genommen kenn und ich, schmecken dann ganz furchtbar schrecklich. Ja. Hat auch furchtbar schrecklich geschmeckt, aber das habe ich dann eben über mich ergehen lassen und weitergeknabbert. Ja, ja, ich weiß auch, dass das in der Regel gar nichts nutzt, dieses Zeug. Ja. So, jetzt bitte ich dich, das Angebot anzunehmen, was Matthias vorhin nicht angenommen hat. Nämlich mit deiner Psychologin. Ja, wirklich. Das finde ich jetzt wirklich, das ist ein Fall, da ich kein Psychologe bin, für einen Psychologen. Ja. Und ich glaube, dass du da ein paar sehr schlaue Hinweise kriegst, damit umzugehen. Stichwort, in Ordnung, ja. Ne, so machen wir das. Du legst auf und meine Psychologin Heide heißt sie, ruft dich an. Alles klar. Ich danke dir, Dom. Ja, alles Gute. Ja, dir auch. Stefan, tschüss. Tschüss. Melanie, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Melanie. Wir reden über heimliche Vorlieben. Ja, richtig. Somit genau, auch jetzt über deine heimliche Vorliebe. Nein, nicht über meine, nicht sondern über die über meinen Freund. Ach, na, da bin ja, ich aber gespannt. Genau, und zwar mein Freund und ich, wir sind anderthalb Jahre zusammen. Ja. Und, ja, wie soll ich mich ausdrücken? Also mein Freund ist ein bisschen älter als ich. Nämlich? Ungefähr 20 Jahre. Ungefähr 20 Jahre, also knapp 50. Ja, genau. Mhm. Und ich weiß, dass der sich Pornos anguckt, mhm, also wo ich dann zurückstecken muss. Also ich sag mal, er hat ein erfülltes Liebesleben und ich muss zurückstehen. Woher nimmst du die Gewissheit, dass du zurückstehst? Merkst du, wenn er Pornofilme konsumiert, dass er weniger Interesse an dir hat? Ja, richtig, genau. Mhm. Also wenn, dann haben wir drei bis viermal im Monat Sex. Mhm. Und ist auch so, dass ich immer ankommen muss. Also von ihm kommt eigentlich nie körperliche... Nie? So gut wie nie? Streicheleinheiten oder einen Arm nehmen, das macht er schon. Ich meine, ihr seid ja noch gar nicht so lange zusammen. Wenn ihr jetzt ein uraltes Paar wärt, würde ich ja noch sagen, naja, okay, kann ja, ja passieren. Richtig, genau. Richtig, seit ja, wann ist das denn schon so? Anderthalb Jahre zusammen und seit wann verhält er sich doch so relativ defensiv? Ich würde sagen, eigentlich schon immer. Eigentlich schon immer? Ja. Es gab nie so eine wilde Verliebtheitsphase mit sehr viel Erotik und Sexualität und so, gab es nicht? Die Sexualität, die war eigentlich nie so richtig da, nee. Hm. Und jetzt hat er auch immer Ausreden gehabt, das heißt Ausreden. Er war zwischendurch sehr krank gewesen, musste ins Krankenhaus und alles und musste danach Medikamente nehmen. Mhm. Und dann hat er es im Rücken gehabt und irgendwann hat er mir auch erzählen wollen, dass er impotent ist und das konnte ich ihm gar nicht abnehmen. Weil er es ja bewiesen hat ab und zu, dass das nicht ist? Ja, richtig, ganz genau. Ja. Ja, ja. So, du bist ihm auf die Schliche gekommen jetzt mit den Pornos. Ja, er hat zwischendurch, ich hab ihn so ausgefragt, weil irgendwann kriegt man ja halt den Verdacht, ihr Mensch, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das denn so früher war mit seiner früheren Freundin. Also er war mit einer zusammen gewesen, 20 Jahre lang, war auch nicht verheiratet oder so. Mhm.
Und da hat er halt erzählt, dass diese Frau halt krank war und die nur, weiß ich nicht, alle ein oder zwei Monate, also wenn sie es wirklich brauchte. Mhm. Kommen wir mal auf die Pornos. Hast du die Pornos bei ihm entdeckt? Ich weiß, dass er welche hatte, bis vor einer Woche ungefähr. Wohnt ihr nicht zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Ja. Nein. Bis vor einer Woche hatte er welche, jetzt hat er keine mehr. Richtig, genau. Weil ich habe gesagt, pass mal auf, so geht das nicht. Ich sage, ich bin 27. Ich sage, ich möchte Sexualleben endlich mal ausleben. Die ganze Zeit habe ich zurückgesteckt. Also ich habe Verständnis gehabt. Er hat das dann zugegeben, dass er welche hat und dass er sich damit auch vergnügt. Dass er welche hat, ja. Aber dass er sich damit vergnügt, seitdem wir zusammen sind, verneint er. Ach so. Das ist also alles Spekulation von deiner Seite. Und jetzt hat er, weil du das auf den Tisch gebracht hast, das Thema, deswegen hat er jetzt die Dinger weggeschmissen oder wie? Ja, ich habe ihn gebeten, die doch wegzuschmeißen, weil wenn er die sich nicht anguckt, dann könnte er sich die auch... Und er hat sie weggeschmissen? Richtig, genau. In deiner Anwesenheit? Nein, nicht in meiner Anwesenheit. Das heißt, du weißt aber nicht, das heißt, du weißt gar nicht, ob er sie weggeschmissen hat? Nein, also sie sind zumindest aus dem Regal raus. Also Melanie, lange Rede, kurzer Sinn. Porno hin, Porno her. Ich glaube nicht, dass es an diesen Pornoprodukten liegt. Ich glaube, dass da bei euch irgendwas aber richtig faul ist und nicht stimmt zwischen euch beiden. Zumindest was das Sexuelle anbelangt. Weißt du, wenn das richtig stimmig wäre, dann könntest du ja noch auf dem Standpunkt stehen, na gut, soll er sich die Dinge angucken, solange wir einen guten Sex haben, ist mir das völlig wurscht. Zumal wir auch gar nicht. Aber das ist ja nicht. Ja, es ist nicht so. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt bereinigt ist, wenn er sie weggeschmissen hat, so er sie weggeschmissen haben sollte. Ich glaube, dass da irgendwas anderes im Busche ist, von seiner Seite aus. Von meiner Seite? Nee, von seiner Seite. Ja, genau. Ne? Offensichtlich begehrt er dich ja nicht wirklich sexuell. Wie ist denn das Verhältnis sonst zwischen euch? Ist es denn sonst ein gutes Einvernehmen? Ist es vertraut? Ist es liebevoll? Ja, also ich sag mal, das einzige Streitthema, was wir haben. Also er kommt damit klar. Was ist das einzige Streitthema? Halt mit dem Sex. Mit dem Sex. Mhm. Ja, genau. Mhm. Also wenn das halt anderthalb Jahren fast so ist, solange ihr zusammen seid, glaube ich, dass da grundlegend etwas falsch läuft bei ihm, dir gegenüber. Und dass seine heimliche Vorliebe, die Pornos, da nur eine nebensächliche Rolle spielen. Er ist auch nicht ehrlich dir gegenüber, glaube ich. Nein, ich habe ihm, also ich habe jetzt letzte Tage habe ich sogar Schluss gemacht. Mhm. Weil ich habe ihm gesagt, du, ich fühle mich belogen, du sagst mir nicht die Wahrheit, sage ich. Mhm. Ich merke, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn ihr Sex miteinander habt, und das kam ja nun dann doch immer wieder mal vor in den letzten Monaten, war das ein guter leidenschaftlicher Sex oder hast du den Eindruck gehabt, das macht er nur so 0815-mäßig? Ja, genau, 0815. Mhm. Ja. Aber es hat funktioniert bei ihm richtig? Ja. Das schon? Ja. Mhm. Mhm. Aber immer musste es von dir ausgehen? Ja, also ich musste praktisch drum betteln. Ich musste sozusagen Termine machen. Mhm. Also spontan war es gar nicht möglich. Das war auch so eine Sache, wo ich mir da natürlich Gedanken drüber gemacht habe. Mhm. Ich sage, ja, sollen wir es mal gemütlich machen oder sonstiges? Mhm. Ja, machen wir dann heute Abend. Mhm. Also es war nie irgendwie das... War das denn ganz am Anfang, also bevor ihr überhaupt zusammengekommen seid, also so in der ersten Beschnupperungsphase, gab es denn da mal richtig guten, krachenden Sex? Nein, eigentlich von Anfang an nicht. Ja, also da stimmt was nicht, Melanie. Da stimmt was nicht. Also da muss er seinen Mund aufmachen, warum er keinen Bock hat auf dich. Ich finde, dass du ein Recht darauf hast, das zu erfahren. Mhm. Das ist ja auch sehr... Aber er sagt es nicht. Ich habe ihn gefragt. So, da musst du... An mir habe ich ihn gefragt. Mhm. Ich sage, liebst du mich nicht? Ich sage, oder bin ich unerotisch oder sonstiges? Ich sage, hast du irgendwelche Probleme? Mhm. Kann ja auch sein. Er verneint alles und sagt nichts. Richtig, genau. So, ich finde, dass du ihm das ein bisschen noch härter klar machen musst, dass das ja auf Dauer auch eine sehr demütigende Situation für dich auch sehr verletzend ist. Genau. Versuche mal mit dem Herrn zu einer Beratung zu gehen, zu einer Paarberatung, wenn er sich darauf einlässt. Das habe ich ihm auch vorgeschlagen. Hat er mir gesagt, er muss ich zu einer Beratung gehen. Gut, guter Tipp. Dann geh du hin, Melanie. Dann mach du es alleine.
und unterhalte dich mit jemandem, so wie du dich jetzt mit mir unterhalten hast, vielleicht ausgiebiger dann noch oder ein paar Mal, dass du zumindest so eine Rückmeldung findest. Und daraus wird dann schon etwas entstehen und auch etwas resultieren in eurer Beziehung, wenn er nicht mitkommt. Ich würde dir dazu raten, auf jeden Fall. Mhm. Mach es alleine, weil so ist das kein Zustand, finde ich. Das ist verletzend. Das ist eine verletzende Sache. Ja, genau. Melanie, wir müssen Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Aber wir sind ja, glaube ich, auch rund und fertig mit dem Thema. Ja. Geh zu einer Beratung. Und lass Für eine Beratung geht man denn da? Leg du mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an, meine Psychologin, und erklären es dir, okay? Ja, alles klar. Danke. Okay, tschüss. In der Technik, Annette Bastian, morgen freie Themennacht. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin, tschüss, gute Nacht.